Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also, ja, ich hoffe, ihr hört es gut. Fernseher im Hintergrund, ich schaue jetzt gerade, komm ein bisschen leise getan. Ich schaue gerade Ding. Gerade hat Dortmund gespielt, die Scheiße mit dem Hurensöhne, Alter. War ein klarer im 11 Meter, du drecksfauler Arschlochschiri, Alter. Aubameyang wurde gefordert, du Hurensohn, du Hund. Egal, Freunde. Ich schaue jetzt gerade noch die Wiederholung, Porto und so alles, zeigen sich ja noch die ganzen Spiele von gestern und heute noch. Die schaue ich jetzt noch. So, das ist übrigens ein YouTube-Video, heute ist es mal Thema Leo Marché. Genau, heute habe ich mir gedacht, Leo Marché, ich finde deine Pranks echt, also manche Pranks und nicht manche Pranks, sondern diese 24 Stunden finde ich echt nice, Mann. Ich finde schade, dass er diesen Masterplan nicht durchgezogen hat, diesen einen da. Er hatte ja, glaube ich, einen Masterplan von Anfang irgendwas bis Mitte oder Ende Dezember. Oder Mitte November oder Ende November. Oder Anfang November, ich weiß nicht. Finde ich schade. Ich weiß, da kann ja was dazwischen kommen, aber ich finde gut, weil heutzutage sind ja nicht mehr so die Leute verlässlich. Das Spiel jetzt Monte hat das Spiel Marek hat eine Woche hochgeladen. Und das hat er durchgezogen. Das heißt, die Menschen ziehen heutzutage nicht mehr so viel durch, was wie früher die Benachrichtigung, die wie sagt man dazu? Vernachlässigen, belassen die Sache. Gut, ich bin auch nicht immer ein gutes Vorbild, ich mache das manchmal auch nicht immer gut. Aber ich finde das schade. Aber ich finde richtig gut, Digga, dass du immer so Videos raushaust. Zum Beispiel hat er heute oder gestern ein Video rausgebracht, ich glaube heute war das, hat er ein Video hochgeladen, wo so viel Gewinnspiel an den Fans. Das würde ich auch machen. Aber Digga, das ist über viel Geld, Digga. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich arm bin, Digga, aber so viel Geld, Digga, kann ich schon haben, verdiene ich schon, Digga, noch mehr sogar. Aber wie soll ich das sagen, Digga? Er hat voll, ich will jetzt nicht angeben, dass ich das auch machen will. Vielleicht mache ich das auch mal ihr, weil ihr gebt mir jeden Tag aktiv, ihr seid krank, Alter, ihr gebt mir jeden Tag, wie krank aktiv ihr seid, ihr gebt mir immer die Kraft, alles, dies, das. Und dann müsst ihr halt auch mal was zurückkommen von mir. Klar, manche hau ich mal Größe raus, dann haben sie auch als bitteschön, also ich danke die und die bitten es sich, also die sagen dann, ja, bitte, kein Problem und so. Also das heißt jetzt nicht, dass ich meine Fans auch noch was geben muss, aber ich möchte den, ich habe den schon mal viel zurückgegeben als Dank, alles. Ich mache Fan-Treffen, ich schenke auch manchen Fans mal was. Also, wie soll ich sagen, Freunde, ich gehe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so wie Leo Marché mache, aber ich möchte mal irgendwann auch mal wieder ein richtig Video machen, eigentlich Video machen, sondern ich gebe euch als Danke mal wieder was zurück. Was genau weiß ich noch nicht, das muss ich noch schauen. Ich habe mir meine Swag-Kette, meine goldene Diamant vor dem Kaufland Schmuckladen. Ich guck mal hier, die goldene, ich hatte gar keine zwei Gold, das ist die eine goldene. Also ich habe die neu gekauft, Alter. Boah, alles Diamant, ich lebe so YOLO. Aber irgendwann, weil ihr seid mir auch wichtig, wie Leo Marché sagt, ihr gebt immer abonniert, ihr seid krank aktiv, Mann, vielen Dank, Mann, und da sag ich es bei mir auch nochmal, und da muss man euch was zurückgeben, da hat Leo Marché recht. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Leo Marché, wir sind schon wieder ganz weit ausgewichen. Was soll ich dazu sagen? Ich finde gut, dass er eben dieses Gewinnspiel gemacht hat, und ich finde auch nochmal, das letzte Punkt, wo ich sagen möchte, ich finde richtig stark, Digga, dass er mit ApoRed jetzt wieder was macht, weil da war echt lange ruhig. Vielleicht lag es an ApoRed. Dazu, ich will dazu auch nicht viel sagen, weil ich dann nicht mich äußern kann. Aber ist scheißegal, Mann. Ich bin froh, dass sie das gemacht haben, so wie die alten Zeiten. Die sind jetzt so wie früher. Damals, wo sie die Videos ohne Videos gemacht haben, Leo Marché nur alleine gemacht, da waren sie nicht mehr. Da wollte ich den alten Leo Marché wieder zurück. Deswegen wollte ich kein Video machen zur ganzen Zeit, aber jetzt habe ich endlich mal ein Video gemacht. Und deswegen wollte ich sagen, Freunde, richtig nice, Digga. Das ist jetzt wieder in den alten Zeiten, da kommen die ganzen Änderungen hoch. Seid genau gleich aktiv, spritzig nur oben. Seht jetzt aus, egal, Mann. Ich sag, macht das wieder zusammen, da freue ich mich richtig riesig, nochmal richtig korrekt von euch. Jetzt schaue ich wieder weiter die Wiederholung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst den baumeln. Lasst den baumeln. Wieder schon reingehauen. Leo Marché. Echt gut, was du ablieferst. Vielleicht gibt es auch manche Dinge, aber da möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Jeder Mensch ist nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt.
Aber auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mal her in die Kommentare, was ihr davon ihn haltet. Hashtag Miederscharinger und Peace.